das Kopitzer Stadion fest in schwarz-gelber Hand. Mittendrin im Gewühle von gut 1500 Fans, Pascal, Julian, Niklas und Julius. Die Pirnaer Jungs spielen selbst Fußball beim VfL. Das Herz schlägt aber für Dynamo. Fans und alles ist eine übelste Kultur. Hey. Also ich finde, die spielen richtig gut, deswegen bin ich eigentlich auch Dynamo-Fan. Also wirklich, ich muss sagen, wir halten zu unserem Fanclub und wir sind immer bereit. Dynamo ist einfach nur geil, weil, weil es eine geile Mannschaft ist und ich liebe einfach Dynamo. Das ist die beste Mannschaft, die es eigentlich gibt, mit Kopitz natürlich. Deswegen bin ich Dynamo-Fan. Eigentlich eröffnet Dynamo die Saison im eigenen Stadion in Dresden. Doch dort wird noch am neuen Rasen gewerkelt. Die einmalige Chance für Pirna, die Partie gegen den tschechischen Erstligisten SK Kladno nach Kopitz zu bekommen. Denn die Verbindungen zwischen beiden Vereinen sind traditionell gut. Ja, es ist auf jeden Fall vom Image her eine sehr gute Geschichte. Ich denke auch für die Stadt Pirna, für den VfL Pirna Kopitz. Es ist auch ein Zeichen der guten Zusammenarbeit über viele Jahre mit Dynamo Dresden. Der gute Kontakt zum Stefan Bohne, der auch hier groß geworden ist in der Nachwuchsabteilung. Ralf Minge jahrelang übers Feriencamp. Das sind eigentlich Sachen, die gewachsen sind, wo wir eigentlich die nächsten Jahre das auch ausbauen möchten, sehr, sehr gern. Doch eine Mannschaft wie Dynamo im eigenen Stadion zu haben, ist kein Pappenstiel. Der Kopitzer Gastgeber hat sich um die komplette Organisation vor Ort gekümmert. Von der Bewerbung über das Rahmenprogramm, Gastronomie und nicht zuletzt um Verkehrsregulierung und Sicherheitskonzept. Besonders die Sicherheit war eine große Herausforderung, da die Anforderungen in letzter Minute noch verschärft wurden. Ob es sich für den Verein rechnet, wird sich am Ende zeigen. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Das Wetter hat leider nicht so gut mitgespielt. Und wir müssen jetzt mal schauen. Ich sag mal, wir haben immer gesagt, bei 2000 Zuschauern lässt sich das gut für den VfL rechnen. Da wir alles selber organisieren mussten, die Kosten auch im Umfeld explodiert sind, muss man ganz einfach sagen. Aber wir finden da schon mit den Namen Konsens, dass auch für den VfL Pirna Kopitz was übrig bleibt. Echte Fans trotzen auch 2 Stunden Dauerregen. Die Belohnung gab es von der Mannschaft. Mit 2:1 ging Dynamo als Sieger vom Platz. Safran und Dobry sorgten dafür, dass der Ball im gegnerischen Netz landete. Ein gelungenes letztes Testspiel. Zufrieden auch Trainer Ruth Kaiser. Und die ersten 20 Minuten war sehr gut. Dann sind wir ein bisschen gegen Schiri ein bisschen intimidiert und dann haben wir eigentlich gegen die Gegner und gegen Schiri gespielt. Schiri hat gut gemacht, muss ich sagen. Und wir sind ein bisschen dann zu schnell in die Falle gelaufen, was sie gefragt haben. Die Gegner will ja ein bisschen intimidieren und haben nicht mehr gespielt. Und dann haben wir die letzten 5 Minuten vor Halbzeit wieder uns benommen, haben ein super Tor gemacht. Und die zweite Hälfte war ordentlich, aber wenn wir so viel gewechselt haben, sieht man auch, dass einige Spieler zu wenig Rhythmus haben und dann wird das Spiel ein bisschen schlechter. Aber trotzdem haben wir eine gute Leistung gebracht. Bei der abschließenden Teamvorstellung und Autogrammstunde konnten die Fans mit Wagefeld und Co. nochmal auf Tuchfühlung gehen. Die Wünsche für die neue Saison sind klar, auch bei den kleinen, großen Pirnaer Dynamo-Jungs. Alle Spiele gewinnen. No. Gegen Aue, gegen sonst wen. Unterhaching, gegen alle. Müssen sie gewinnen einfach. Auch auswärts, heim, alles. Ich würde mir wünschen, dass sie schön aufsteigen. Oh, die sollen wieder in der ersten Liga, wo sie damals herkamen. Ja. Zweite Bundesliga bekommen. Und vielleicht sind die Dynamo-Kicker ja Vorbild und Motivation genug, dass Pirnas Nachwuchsfußballer auch den VfL irgendwann einige Ligen weiter höher bringen. Wir beginnen mit unserem Funktionsteam.